Memo an mich selbst, der Chief braucht keine Hände, um Leitern zu hochzuklettern. Das ist vollkommen normal, dass man das ohne schafft. Das ist jetzt lustig da drinnen. Oh. Party, Junge. Aua, die tun echt weh. Muss man den echt lassen. Also draufballern und so können sie auf jeden Fall. Ja, nie ein Ende, hey. Da ist nix. Die ganzen Kackviecher, Alter, nerven die mich. Ah, es ist ruhig. Jetzt ist es ruhig geworden. Alter. Da kam mir auf einmal was entgegen, was mich nämlich erschreckt hat. Lol. Hat er mir eine Granate angeworfen? Wood. Ah, ihr scheiß Drohnen. Keiner will die verkackten Drohnen haben. Alter, das war mega knapp. Geh zurück. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Gut, wir holen den da. Easy, einer weniger. Schon mal ganz gut gelaufen. Leben, ja. Raus aus meiner Höhle. Alter. Wo kam der her? Weg hier. Weg. Ah, ein Schuss. Kein Thema. Auch ein easy peasy Dings. So. Ja, getroffen. So ist gut. Muni. Wünsche ich mir das. Gut, da ist nichts. So läuft das. Schrotze. Das gefällt mir. So, wir sind wieder full equipped und haben volle Muni. Ich denke, das ist das Praktischste, was wir mitnehmen können, um richtig geil abzufacken. Die Gegner natürlich.
Lichtsicherung. Und weglaufen. Der Maschinenraum, wir sind da. Oh, gute Idee. Alarm. Der Illuminat hat alle Kommandoschnittstellen deaktiviert. Wir können den Countdown nicht wieder starten. Unsere einzige Chance ist die Sprengung der Fusionsreaktoren. Das sollte reichen, um Halo zu zerstören. Machen wir. Keine Sorge. Ich habe Zugriff auf sämtliche Reaktorpläne und Abläufe. Vertrauen Sie mir. Zuerst müssen wir die Entladekupplung zurückziehen. Dadurch wird ein Schacht geöffnet, der zum primären Fusionsantriebskern führt. Okay. Nochmal für Dumme, wir müssen einen Schalter aktivieren. Und dann macht's krumm. Wenn wir draufballern. Verstanden? Alles klar. Das machen wir. Und ihr könnt euch denken, dass das... Fuck. Verkackt nochmal nicht einfach ist. Wir haben 4 Sachen am Arsch zu machen. Auf leicht ist es einer, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich habe ja Halo schon. Ich weiß nicht, ob durchgezockt. Weg hier, 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 weg hier. Das sind so viele, hey. Jetzt warten wir lieber kurz mal. Kommen schon die nächsten und wollen geiern. Weg. Aber noch kein Lebensbalken verloren. Na? Muss man schon mir lassen. Dass ich dabei gerade ziemlich gut bin. So. Also wir klicken jetzt einmal hier drauf. Schritt 1 erledigt. Jetzt müssten wir Zugang zu einem der 4 Fusionsreaktoren haben. Wir brauchen eine katalytische Explosion, um das magnetische Eindämmungsfeld um die Fusionszellen zu destabilisieren. Ich schlage eine Granate oder Rakete vor. Wenn Ihnen die Munition ausgeht, gibt es in der Nähe des Eingangs zum Maschinenraum eine Waffenstation. Analyse. Fusionsreaktor Nummer 1 destabilisiert. Nur noch die anderen 3 Reaktoren. Das müsste reichen, um eine unkontrollierte Explosion auszulösen. Easy. 1 von 4 gemacht. Sie würden diese Anlage zerstören? Yep. Komm, geh hoch. Rein, 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 rein. Reclaimer, wir müssen weiter. Reclaimer? Nicht akzeptabel, Reclaimer. Sie müssen das Konstrukt herausgeben. Stirb, Alter. Verpiss dich, Mann. Fresse, hey. Deshalb blockiert der mich hier. So. Weg mit dir. Benötigen Sie medizinische Versorgung? Warum freckt der mich das? Fuck den Typen gerade ab. So, und die letzte. So. Weiter so. Nur noch ein Reaktor. Und fertig. Komm schon drauf. Nein. Der Antriebszustand ist kritisch. Bei der momentanen Zerfallsrate haben wir 15 Minuten Zeit, um das Schiff zu verlassen. Wir müssen nach draußen und Evac anfordern. Mein Leben hat 15 Zugriff Minuten auf Zeit, Plan. Über dem Maschinenraum ist ein Versorgungslift. Er führt zu einem Versorgungsgang der Klasse 7, der an der tragenden Struktur des Schiffs entlang verläuft. Schnell! Erstmal heilen. Erst einmal heilen. Hui. Durch, 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 durch. Oh, wie bedauerlich. Oh, wie bedauerlich. Was geht denn bei dem ab? So. Springspinne. Wie gesagt, Springspinne. Verdammt, ey. Daten werden für Verarbeitung und Speicherung neu kategorisiert. Okay, ich glaube, wir müssen da hinten lang. Der Chief rennt immer noch nicht. Unzureichende Sicherheit. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Juhu. Ah, Ficken daneben.
Der war voll verplant gewesen. Alter. Bach, bumm! Das war jetzt eine eher ungeplante Reaktion. Die sollte anders ablaufen. Ganz klein wenig anders. So, ohne dass ich explodiere. Reclaimer? Wir laufen wieder. Änderungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden fortgesetzt. Bitte warten. Nein, wir hatten fortgesetzt. Ich weiß noch, was er immer Hallo gesagt hat oder so. Ging mega auf den Piss. Bumm! Wuppa, kleiner Leck-Leck. Da lang. Fühlen Sie sich nicht gut? Doch, eigentlich ganz schon. Hals geradeaus. Tut nicht weh, tut nicht weh. La 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 la. Verzieh dich! Ah, schade. So viele Türen. Die hätten lieber in was anderes investieren sollen. So. Wow, 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 wow. Wow! Mach's mir jetzt mal einfach, ne? Ganz, ganz einfach. Hier geht voll die Party ab. Cortana an Echo 419. Echo 419 kommen. Roger, Cortana. Was gibt es? Die Antriebe der Autumn werden in Kürze detonieren. Brauchen sofort EWAC. Begeben Sie sich zur Absturzstelle und sammeln Sie uns an Zugangsknoten 4C auf, sobald Sie mein Signal haben. Verstanden. Echo 419 geht auf Station. Echo 419 an Cortana. Da unten wird's langsam unschön. Alles okay? Negativ, negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung des Kerns. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Okay. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei Null. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Das schaffen wir. 6 Minuten sind ausreichend. Ah, und wir fahren, wir fahren, wir fahren noch immer. Whee! Alles geradeaus. Ja, Mann, Alter, Warthog-Style. Stellt euch mal vor, wir hätten das alles durchlaufen müssen. Schon mal nur den Teil. Ja, durchlaufen müssen, alle töten müssen. Das sind schon mal irgendwie 10 Minuten, die wir da wieder gefickt werden. Die Steuerung ist übrigens mega scheiße, weil der die ganze Zeit die Sicht immer umstellt auf nach unten auf den Boden. Keine Ahnung, was die da wollten. Nein! Fuck, Alter. Stell dich auf, Karre. Jetzt fährst du weiter. Ist natürlich fatal, wenn man auf die Fresse fliegt. Ich finde es auch irgendwie krass, dass der Warthog sowas für mega krass driftet. Auch hier sogar. Naja. Naja. Oh shit. Bloß kein Thema. Wir fahren nämlich wie die Pros. So, noch 4 Minuten. Meter haben wir noch. Nope, nicht geschafft. Warum verpissen die sich eigentlich alle auch? Weil die wissen ja auch, dass hier gleich die Kacke am Dampfen ist. Ach nee, das wissen die gar nicht. Hehe.
Scheiße gelaufen, wa? Du lässt mich in Ruhe. Wieder der geile Boden. Wieder ein kleiner Leck. Alles ganz chillig, vanillig. Stopp! Das ist die Stelle, an der Fauxhammer uns rausholt. Position halten. Ah, das ist aber fertig, wa? Oh. Cortana an Echo 419. Zwei Banshees nähern sich von 6 Uhr. Ausweichen, ausweichen. Bin getroffen. Mayday. Hintere Fachwand ist zerstört. Haben Sie die Karte? Haben Sie ihn? Echo 419. Sie ist tot. Berechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword-Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance. Okay, dann haben wir jetzt noch 3,5 Minuten, um nochmal 1,3 Kilometer zurückzulegen. Aber das ist alles möglich. Ich fahre nämlich voll durchs Feuer. 1,1, 1,0. Versucht die ganze Zeit die Sicht irgendwie gescheit zu halten, aber dieser scheiß Warthog, der klatscht die Sicht immer richtig krass auf den Boden. Ich erlöse euch lieber vorher. Ein schneller Tod besser als ein schmerzvoller. Bin ich voll der Gönner. Chief, da vorne ist eine Lücke. Bei Maximalgeschwindigkeit müssten wir es packen. Ja. Negativ. Wir haben eine unkontrollierte Destabilisierung des Kerns. Der Antrieb ist offenbar schwerer beschädigt, als wir dachten. Analyse. Noch 6 Minuten bis zur Detonation. Wir müssen sofort evakuieren. Aktiviere Countdown-Timer. Explosion bei Null. Die Detonation erzeugt Temperaturen von beinahe 100 Millionen Grad. Wir sollten weit weg sein, wenn es soweit ist. Ich habe nicht verstanden, wieso ich gerade explodiert bin, muss ich ehrlich sagen. Doch Maximalgeschwindigkeit, oder? Naja. Wir haben ja sonst nichts zu tun, als die ganze Scheiße nochmal zu fahren. Nicht wahr? Ich freue mich doch auch drauf, das nochmal zu sehen. So, hui. Ja, drüber. Und nochmal. Scheiß Sicht, Alter. Aua. Lass mich doch einfach fahren. Einfach fahren. Boah, ich lasse die Sicht jetzt einfach so. Egal. So auf den Boden, einmal so auf den Boden gucken, hey. Platt. Scheiß Drohnen, hey. So, easy. Und das war die Stelle, wo wir nicht durch können, weil eine Mauer ist. Ja, weiter. Sehr schön. Alles durch. So muss es sein. Diese Zwischensequenz übrigens muss man übrigens nicht sehen, die ist fahren einfach weiter. Wie gesagt, Zwischensequenz, die stirbt halt einfach die Cortana mal wieder und wir fahren einfach dran vorbei. Weil die uns scheißegal ist. Nicht wahr? Cortana an Echo 419. Evakuierung jetzt! Schnell! Verstanden, Cortana. Geht schon los. Durch. Stopp. Das ist die Stelle, an der Fauxhammer uns rausholt. Position halten. Nö. Ich warte nicht. Cortana an Echo 419. Echo 419. Sie ist tot. Berechne alternativen Fluchtweg. Laut Bordinventar ist noch immer ein Longsword-Fighter in Startsilo 7 gedockt. Vielleicht haben wir eine Chance.
Vielleicht haben wir eine Chance, alles klar. Es sind ein wenig viele Truppen gewesen. Oder wären ein wenig viele Truppen zum Töten gewesen. Alles durch, alles durch. Chief, da vorne ist eine Lücke. Bei Maximalgeschwindigkeit müssen wir es packen. Jetzt mal gucke ich es mir an. Na, Auto, alles klar. Ich weiß immer noch nicht, wieso es das vorherige Mal explodiert ist. Egal. Egal, egal, egal. Wir haben es geschafft und sind durch und fahren einfach mal weiter. Da ist das Schiff. Los, wir müssen sofort an Bord. Das heißt also, wir rushen jetzt aber mal fett durch. Easy. Das wird knapp. Los geht's. Geschafft. Geschafft. Schalten Sie sie ab, wir brauchen sie später. Aber schicker. Hat es sonst jemand geschafft? Scan läuft. Negativ. Wir sind die Letzten. Wir haben das Richtige getan. Für die Erde. Eine Armada der Allianz. Ausgelöscht. Die Flood, wir hatten keine Wahl. Halo, das war's. Nein. Ich glaube, es geht erst los. Er ahnt schon was. Somit geht eins der geilsten Spiele zu Ende. Von der Story. Das hat Spaß gemacht. Tja, und dann würde ich sagen, vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Halo hat euch gefallen. Einige von euch haben es selber. Halo gibt es, glaube ich, auf diversen Seiten einfach so zum Gratis-Download, dieses Spiel eben. Und ja, als nächstes kommt Bioshock. Ich freue mich. Tschüss.